So, hallo und herzlich willkommen bei mir im Channel mit dem nächsten Video zu Motorsport Manager. Alles, was wir bisher gesehen haben, klingt ja schon relativ okay und gut. Jetzt kommt es aber drauf an, jetzt geht es ans Eingemachte. Und was ist das? Bilanz nachrennen, Fahrzeug fürs nächste Jahr. Ja, da müssen wir noch vieles, vieles machen. Ja, wenn ich Zweiter werde, bekomme ich 2 Mille. Aber die 200.000 reichen wir auch schon, wenn ich 16. werde. Und das sollte unser Ziel sein fürs Rennen, 16. zu werden mit einem Piloten. Am besten natürlich mit beiden, aber das wird nicht gehen. So, mitnehmen werden wir Santa Ina und Williams. Die Teile, die passen auch. Und dann geht's auch schon los in die European Racing Series. Erstes Rennen nach Russland. Und zwar der Schwarze Meer Grand Prix. Erste von 10 Rennen. So. Regen. Zumindest ist die Strecke feucht. Hier in Russland. Ja, und es ist Regen. Und ich glaube, wir werden mit den Inters wegfahren. So. Jetzt muss ich eben hier beim Training die Fahrer wählen, die eben hier das Training gestalten sollen. Wichtig dabei ist eben hier das Feedback. Desto höher dieser Wert, desto mehr kann mir der Fahrer über das Fahrzeug sagen und desto besser kann ich es einstellen. Und das ist natürlich jetzt Ines, Santa Anna und die Katie Linares, die hier besser sind und mir mehr Werte liefern können als der William Ivanes. So, gut. Als nächstes muss man mal ein bisschen so die Voreinstellung der Fahrzeuge tätigen, um hier eben im grünen Bereich zu liegen. Und aus Erfahrung kann ich sagen, das ist immer eine sehr, sehr schlimme Spielerei. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen können wir hier ein bisschen runtergehen von den Flügeleinstellungen. Dann ein bisschen härter werden. Vom Fahrverhalten, das sollte das passen. Und was noch wichtig ist, ist die Reifenwahl. Ich meine, jetzt steht sie außer Frage, weil es regnet und das Wetter ein bisschen schlechter wird. Aber im Generellen gibt es hier oben Wissenspunkte und Erfahrungspunkte. Und desto mehr man fährt auf der Strecke, desto mehr kann man eben diese Wissensstufen erweitern und hin und her. Und wenn man sagt, okay, man hat ein langes Rennen oder man möchte eine Einstopp-, eine Zweistopp-Strategie oder eine Dreistopp machen, dann kann man sich auf gewisse Reifenparts spezialisieren und bekommt dann Bonis. Und das kann vielleicht den einen oder anderen Prozentsatz rausholen, den man dann im Rennen braucht, um seinen Zielwert zu erreichen. Im Großen und Ganzen werden wir jetzt aber auf Inters mal starten und mit dieser Ersteinstellung. So, und die Linares, ihr seht, die hat eine komplett andere Grundeinstellung. Ich weiß nicht, ob das am Fahrer liegt, ich glaube schon nämlich. Denn das Fahrzeug ist ja nahezu ident, würde ich sagen. Wir werden hier ein bisschen runtergehen. Das Fahrverhalten vielleicht auch ein bisschen anders gestalten. Ein bisschen, ja, das Differenzieren sozusagen. Hier bekommt man eben dann das Feedback. Aber das werden wir jetzt dann gleich sehen, wenn es losgeht zum Training. Und da sind wir schon. Wir werden einfach mal starten in die ersten 4 Runden. Und zwar gleich mit beiden Fahrzeugen, denn wir haben nur 11 Minuten und 46 Sekunden noch mehr Zeit. So. Die Zeit ist nicht echte Zeit, sondern ein bisschen schneller. Doppelt oder dreifach so viel, würde ich sagen. Wir gehen mal da zur Santa Anna, die hier
noch sehr schön fährt. Und hier hat man die Wetterprognose für die nächste Zeit. Hier die Wettervorhersage. Naja, hier ist die Wetterprognose. Hier ist die Voraussage, wie viel Wasser auf der Strecke sein wird. Und hier haben wir die Bodenhaftung. Und da haben wir dann den Wissensbalken, der sich jetzt füllen wird mit der Zeit. So. Und da werden wir jetzt mal ein bisschen Gas geben, damit man hier die Werte bekommt. Ach so, was gibt es noch zu sagen zu dem Interface? Hier die drei Balken. Das sind die drei Sektoren hier pro Strecke. Und hier wird halt angezeigt mit Purple, also mit Rosa, dass es die absolute Sektorbestzeit ist. Jetzt hat sie gerade jemand unterboten und darum springt sie auf Grün. Und Grün bedeutet, dass es die absolut schnellste Bestzeit für den jeweiligen Fahrer persönlich ist. Weiß ist so neutral und Rot ist Verschlechterung. Im Gegensatz zu den letzten Runden oder der besten Runde oder der letzten, glaube ich, wird es gemessen. So, und daher, dass wir die ersten sind, die eben eine Sektorzeit hinknallen, haben wir natürlich die Purple in der Mitte. So, und eine 1:33.186 ist unsere erste Zeit und 1:35.399 von unserem Teamkollegen, von unserem Testfahrer. Das bedeutet, ja, das sind echt massig viel Zeit dazwischen liegen geblieben. Ja, es ruckelt ein bisschen. Ich muss vielleicht schauen, ob ich das einstellen kann. Moment. So, ich habe jetzt ein bisschen herumgetrickst. Vielleicht geht es ein bisschen flüssiger. Ja, sieht fast so aus, wenn es ein bisschen flüssiger geht. Man kann natürlich auch hier die Kamera drehen und sich das Ganze mal ein bisschen von einem anderen Winkel ansehen. Ne, es ruckelt immer noch ein bisschen. Ja, es hilft nichts. Das werde ich wahrscheinlich nicht hinbekommen. So, das nächste, was ich erklären muss, ist hier unten. Weiß nicht, ob man es sehen kann, meine Maus. Das sind eben hier in der Mitte sind wir, also der Fahrer, den wir gerade hier angewählt haben. Und oben ist der Fahrer, der vorne ist, und unten der Fahrer, der dahinter ist. Und da hat man die diversen einzelnen Informationen, die auch ab und zu sehr wichtig sind. Auf der anderen Seite genau das gleiche für den jeweiligen anderen Fahrer. Dann das Konfigurationswissen ist sowas wie eben die Erfahrung, wie gut sich der Fahrer mit seinem eigenen Fahrzeug auseinandergesetzt hat und wie viel er davon weiß sozusagen. Dann kann man ihm noch eine Strategie geben, das heißt die Reifen und das Setting auszureizen, Vollgas zu geben. Natürlich, wenn man das macht, dann hat man einen hohen Material- bzw. Reifenverschleiß, knallt aber dafür wahrscheinlich bessere Rundenzeiten hin. Dann haben wir eben hier die Sektorzeit, was gerade gefahren wird, den Rückstand auf den ersten, die Reifenabnutzung in Prozent, die Temperatur, die was dahinter steht, und auch den Benzin, den man auch im Tank hat und wie viele Runden das da geht. So, jetzt müssen wir schauen mal im Wetter. Ist jetzt wieder ein feuchter. Oh, uns geht der Treibstoff aus. Achso, wir sind eh schon wieder in der In-Lab. Das heißt, wir werden jetzt den Treibstoffverbrauch auf niedrig stellen, damit wir noch in die Box kommen und unsere ersten Erfahrungswerte auswerten. Und da sieht man auch schon den Unterschied zwischen den beiden Fahrern. Zum Beispiel hier Santa Anna hat hier über dem ersten Strich Erfahrung gesammelt. Mit derselben Zeit hat Linares nur die Hälfte vom ersten Balken erreicht, aber wir haben schon aktives Wissen, Intermediate Reifen und Renntrim auf der Stufe 2. Also da haben wir schon relativ gut gearbeitet. Jetzt kommen sie rein. Das geht sich mit dem Sprit sehr gut aus. Und jetzt werden wir gleich mal die erste Session auswerten. Wir haben noch 2 Minuten. So, jetzt wird hier
gezeigt, wie viel das gesammelt wurde. Und jetzt ploppen hier die Sachen auf und ja, der grüne Balken wird eingeschränkt. Und wir haben eine optimale Balance von 83%. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Abtrieb. Das Fahrverhalten war ausgezeichnet. Das sollten wir wieder hinbekommen auf den grauen Balken. Das ist nämlich die Einstellung von vorhin. Und dann probieren wir das. Da brauchen wir nur ganz leicht justieren, weil da haben wir sehr gut gearbeitet. Und wir werden da wieder mit demselben Enter losfahren, oder? Oder neun? Nein, wir fahren mit demselben. Das sollte eigentlich reichen. Und wir warten jetzt auf den zweiten Fahrer. Auf den Linares. Der ist hier. Jawohl. Und da schauen wir mal, was der so an Erfahrungswerten reingebracht hat. Okay, wir sind beim Abtrieb ziemlich ausgezeichnet. Ja, wir haben auch 86 im Gesamten. Wir müssen uns halt nur ein bisschen hier die Radaufhängung, das Fahrverhalten ein bisschen abändern. Ich glaube, wir werden es mal so probieren. 7 Sekunden dauert es für die Änderung. So, und dann werden wir da Vollgas geben und das Ganze hier zum Ende bringen. Also, man sollte die Testtage wirklich nutzen. Man sollte echt viel draußen sein. Vielleicht die Sessions kürzen, mehrere Informationen zu kriegen. Also, wenn man wirklich weit weg ist vom Ideal-Setup. Denn die Zeit ist echt begrenzt, was man hier Wissenswertes rausbringen kann. Okay, das geht sich jetzt nicht mehr aus. Ich glaube, sie ist in einer Fliegende und die Linares war zu langsam. Okay, dann gehen wir mal zu Santa Anna. Die bringt da hier vielleicht noch eine Zeit auf die Strecke. Nee, aber die ist ziemlich normal. Ja, 1,37, 2,86 war die Zeit. Und das war's von diesem Training. Und das Endergebnis. Jetzt ist es ja in dieser Rennserie so, das Training spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, was das Rennen betrifft. Man muss halt schauen, dass man im Rennen das reißt. So, was haben wir da? Media Sport. Guter Racing Team weit vorne. Ja, das sind auch die Stärksten. Jo. Und dann gehen wir auch gleich ins Rennen. Moment. So. Gut, das sind jetzt die Voreinstellungen fürs Rennen, die wir jetzt noch schnell durchmachen. Und zwar kann ich jetzt hier eben die Erfahrungswerte aus dem Training einbringen. Die beiden haben wir uns erarbeitet durch das Training. Das sind die Intermediate-Reifen, das heißt 5% Leistungsverbesserung und der Renntrim, 5% Leistungsverbesserung. Das sind die, ja, desto länger man fährt, desto mehr man fährt, desto mehr Erfahrung und Renntrim bekommt man. Und der Motorenexperte. Ja, das ist die Kombination aus Fahrer und seinem Mechaniker. Bringt mir mittels, weiß ich nicht, Zeit. Ich glaube, Zeit ist einfach das Einzige, was das beeinflusst. Desto mehr Zeit der Fahrer mit dem Renningenieur verbringt, desto mehr Bonis bekommt man. Also, desto eingespielter sind die und desto, ja, bessere Werte bekommt man für die Sachen. Ich glaube, so kann man es einfach zusammenfassen. Daher, dass mir das eigentlich wurscht ist, werde ich die zwei nehmen.
Und der andere bekommt auch dasselbe. So. Dann muss man natürlich im Vorhinein dann einstellen, welchen Modi man wählen kann. Ob man das dann abwählen kann, so wie es in der wirklichen Formel 1 ist, dass man dann nichts mehr herumrütteln darf am Setting, das kann ich mir vorstellen. Nur halt in den unteren Klassen ist das wahrscheinlich egal. Also ich habe auch keine Reifen. Ich muss nicht alle Reifen benutzen, sondern ich kann immer auch denselben nehmen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Und ja, 93% ist ein optimales Balance. Das sollte eigentlich genügen, den Reifen, ja. Und 18, für 18 Runden kann ich Benzin einfüllen. Mehr geht nicht. So groß ist halt eben der Tank. Und der ist auch vorgeschrieben. Und wenn man sieht, der Reifen hält jetzt 11 bis 13 Runden, der Super Soft. Oder ja, der Super Soft ist das, dann ja, kann man da schon pushen. Beziehungsweise, wenn man hier die Reifenunterschiede ansieht, da gibt es nicht viel. Das heißt, ich werde auf den gelben umsteigen. Die Frage ist: Wettervorhersage ist trocken. Okay. Ich werde den Weichen nehmen, den auf Vollgas fahren. Ja. Und da haben wir auch ein sehr gutes Setup gefunden. Da werden wir auch den Medium nehmen. Auch auf 18 Runden aufgetankt. So, wir werden Sprit sparen, aber den Reifen richtig hernehmen. Das ist so die Devise und das muss man dann vorm Rennen auch noch einstellen. Das heißt, den Fahrstil werden wir angreifen. Und den Motormodi werden wir auf Mittel lassen. Und dann hoffen wir, dass wir das Rennen gut gestalten. Aber das gibt's im nächsten Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.